Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist dein Alex vom Team Sternenklares Kartenlegen und ich möchte heute mit dir über das Thema Selbstliebe sprechen. Was ist überhaupt Selbstliebe? Es gibt ein schönes Lied, das Michelle geschrieben hat, das den schönen Titel trägt: Wer Liebe lebt. Auch ich habe mir das gestern noch einmal runtergeladen und habe es mir sehr, sehr oft angehört. Wer Liebe lebt, dem steht die Welt offen. Wer Liebe lebt, der hat das Glück gepachtet. Wer Liebe lebt, der wird bis an sein Ende glücklich sein. Du wirst dich jetzt vielleicht fragen, warum sagt Alex das? Alex kann doch gar nicht wissen, ob ich mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin ein Leben lang zusammenbleibe, ob diese Bindung wirklich hält. Ja, und genau da möchten wir einhaken, beziehungsweise ich mit dir. Wer Liebe lebt, heißt es in dem Lied, der wird sein ganzes Leben lang glücklich sein. Hier ist aber von keinster Art und Weise die Rede, dass es einen Partner geben muss. Und genau das ist wichtig. Du als Person, sei es männlich oder weiblich, du musst dich lieben. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, es sind narzisstische, selbstliebende Triebe, die einen Menschen hochnäsig selbstverliebt machen. Das meine ich nicht, sondern ich meine, sich morgens, mittags, abends im Spiegel anschauen zu können und sich ins Gesicht geschrieben zu sehen, wenn man in den Spiegel schaut, dass man sagen kann und fühlen kann: Schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du auf die Welt gekommen bist und schön, dass ich mit dir die ganze Lebenszeit verbringen kann. Das ist Selbstliebe. Das ist, was unser Herz braucht. Denn nur ein Herz, was selbst geliebt wird, kann auch Liebe aussenden. Du fragst dich jetzt mit Sicherheit: Klar, der kann mir alles sagen, aber das ist total schwer. Ich gebe zu, es ist nicht leicht. Man muss mit sich arbeiten. Man muss auch mal die Höhen und Tiefen mit sich selber durchgemacht haben. Man muss fast am Abgrund mit seiner Seele gestanden haben, um zu wissen, was ist das Wichtigste für mich. Ich aus meiner Sicht kann einfach nur sagen, ich bin mir wichtig. Ich stand am Abgrund und habe den Nullpunkt gesehen. Und für mich war es in dieser Zeit sehr wichtig, mich selber zu fühlen. Und mein Ich hat immer wieder geschrien: Du Alex, du bist derjenige, der was ändern kann. Du bist derjenige, der wieder geliebt werden muss. Und nicht von jemand anderem, sondern von dir selber. Es hat 1-2 Jahre gedauert, bis ich darüber nachgedacht habe, was dort passiert war, warum das gerade passiert ist. Und mittlerweile ist es so, dass ich sage, ich bin mir am wichtigsten. Klar,
Gibt es Menschen im Umfeld? Klar, gibt es Sachen im Umfeld, die auch noch wichtig sind. Aber wenn es hart auf hart kommt, bin ich mir am wichtigsten. Denn ich habe meine Mitte gefunden. Ich werde nicht mehr in ein Fettnäpfchen treten, was sagt, du arbeitest gegen dich selbst. Und auch das möchte ich dir mit auf den Weg geben. Es sind die kleinen Fettnäpfchen, die manchmal den Ausschlag geben. Es sind Menschen, die dir sagen, du bist nicht so schön wie jemand anders. Du bist nicht gebaut wie jemand anders. Du hast vielleicht eine körperliche Behinderung. Nur alles das ist egal. Was zählt, bist du. Vielleicht hast du durch deine körperliche Behinderung gelernt, anders das Leben zu sehen, andere Fähigkeiten zu entwickeln. Vielleicht fühlst du dich in deinem Körper absolut wohl. Auch wenn es manchmal nicht so ist, es ist dein Körper. Und nur du kannst die innere Einstellung festigen, dass du sagst, ich bin wer. Egal, ob jemand schön ist oder hässlich, es gibt kein Schön und kein Hässlich. Das sage ich dir jetzt. Jeder Mensch ist auf seine Weise schön. Gott hat den Menschen geschaffen und hat nicht auf Schönheit oder Hässlichkeit geachtet. Dieses Phänomen zu sagen schön und hässlich, das kommt durch die Menschheit. Ein Mensch, der von sich überzeugt ist, sagt, ich bin von mir überzeugt und alle anderen sind für mich nicht überzeugend. Er kann teilweise nicht über den Tellerrand gucken, weil er mit sich zu sehr verwoben ist. Seine Selbstliebe steigt ihm zu sehr zu Kopf, er ist nicht mehr ausgeglichen. Und genau das möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Du sollst tief in dir spüren, wo ist deine Selbstliebe? Liebst du dich selbst? Oder gibt es da noch einige Macken, die man bearbeiten müsste? Gerne können wir das Thema in einem persönlichen telefonischen Beratungsgespräch aufgreifen. Du findest meine Nummer im Abspann. Ich würde mich sehr freuen, deine Geschichte zu hören und mit dir den Weg zu finden, damit deine Selbstliebe wieder erblüht. Ich wünsche dir nun einen sonnigen Sonntag und bis demnächst. Dein Alex.